Es ist Kürbiszeit. Jawohl, weil alles nach Kürbis schreit. Aber immer Kürbissuppe? Ehrlich? Wirklich? Immer wieder die gleiche Suppe? Nein, wir machen heute ganz was Feines. Und zwar ein Kürbisrisotto. Klingt gut, oder? Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Unsere Zutaten, ein Kürbischen. Ein kleiner Hokkaido ist heute am Start. 250 Gramm bester Risotto-Reis. Dahinter versteckt sich noch eine Zwiebel in feine Würfel. Das ist 0,1 Liter Rosé, geht natürlich auch mit Weißwein. Dann zwei kleine Knoblauchzehen, drei Esslöffel Olivenöl, ein Teelöffel Kurkuma. Und wir müssen unser Risotto natürlich auffüllen. Und dafür habe ich hier 750 Milliliter selbstgekochte Gemüsebrühe. Und was wäre ein Risotto, wenn nicht zum Schluss noch ein ordentliches Stückchen Butter und geriebener Parmesan dazu käme? Womit fängst du an? Hassen Knirbsen. So, in unserer Hochrandpfanne aus dem Hause Hoffmann starten wir mit dem Olivenöl und da geben wir gleich zu Anfang unseren Knoblauch dazu. So, jetzt wie gesagt die Zwiebeln dazu und nur ein wenig anschwitzen. Und wie immer unterstützen wir das mit Salz und Pfeffer. An dieser Stelle brauche ich nicht ganz so stark zu würzen, weil ich weiß, dass meine Gemüsebrühe schon ordentlich Geschmack hat. So, und das drehen wir jetzt hier einfach so auf kleine Flamme herunter, damit das in Ruhe anschwitzt in der Zeit, wo ich den Kürbis schneide. So, beim Kürbis bitte nicht anfangen zu schneiden, dann könnt ihr euch furchtbar wehtun. Ich mache das immer so, dass ich mit meinem Lieblingsmesser hier einfach in die Mitte hineinsteche, soweit es eben geht. Hier festhalten, hier ist die Klinge, Achtung, da haben die Finger nichts zu suchen und jetzt einfach nur das Messer herunterzudrücken. Und den Kürbis praktisch im Messereimer zu drehen. Und ihr habt schon gesehen, der Rest ist ein Kinderspiel. So, jetzt die Kerne heraus. So. Und ihr werdet sehen, so ein kleiner Kürbis, der ist am Ende doch wahnsinnig ergiebig. Wunderbar. Und was ich immer noch mache, ihr wisst ja, der Hokkaido-Kürbis wird nie geschält, aber hier... Na, hier ist jetzt gerade mal nichts, aber an dieser Stelle diese kleinen Wurzel- oder Strunkansätze hier, die schneide ich in jedem Fall weg. Das hier muss ich noch einmal halbieren, dann komme ich da besser heran. Das schneide ich mir weg, das ist unansehnlich. Hier auch noch so ein kleines Stückchen. Und den Rest können wir so, wie er ist, verarbeiten. Das heißt, ich schneide ihn mir jetzt erstmal so in Segmente. So. Und da wir ja nun ein Risotto machen wollen, will ich die Stücke auch nicht ganz so groß haben. Das heißt, ich schneide jetzt mal solche Stücke, dass ich die nachher prima auf meiner Gabel auch zu fassen bekomme. Die Zwiebeln sind glasig, der Kürbis ist geschnitten. Und das geben wir jetzt wunderbar zusammen. Ja, kann man einmal durchschwenken. Schließlich haben wir heute Morgen gut gefrühstückt. Das Ganze wird auch noch kurz einmal angeschwitzt. Das wird eine schöne Pfanne voll. Du hast die Pfanne voll, du hast die Pfanne voll. Du hast die Pfanne voll. Unsere Kürbisstückchen haben so ein bisschen Glanz bekommen. Da geben wir jetzt unser Kurkuma dazu. Weil das gibt uns noch zusätzlich diese wunderbare orange Farbe, die wir ja unbedingt haben wollen. Und auch Kurkuma kurz mit anschwitzen, dass sich die ganzen Aromen wirklich komplett entfalten können. Darauf geben wir jetzt gleich unseren Reis. Und auch der möchte einmal ganz kurz mit angeschwitzt werden. Wie gesagt, nicht braten, nur anschwitzen. Das Ganze löschen wir jetzt mit unserem Wein ab. Kann man mal hören, was da noch für eine Power in der Pfanne sitzt. Denkt man so gar nicht. Leicht ablöschen, einmal noch kurz unterschwenken. So, jetzt haben wir noch eine feine Säure mit drin. Und jetzt können wir schon mit einem Teil unserer Gemüsebrühe auffüllen. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern nur so gerade eben, dass hier unser Reis
so ein bisschen unter dem Fond liegt. So, das reicht schon komplett. Wichtig ist jetzt, immer mal wieder rühren. Wir gehen mit der Temperatur unseres Herdes jetzt von 9 auf 7 zurück. Das heißt, nicht mehr volle Temperatur, nur noch gemäßigtes Kochen. So, nach nur 5 Minuten hat der Reis schon die Feuchtigkeit komplett aufgenommen. Man kann das auch am Pfannenboden sehen. Und man kann ihn so wunderbar unterschwenken oder unterrühren. Gar kein Problem. Wichtig, jetzt fehlt Feuchtigkeit. Das heißt, wir füllen mit dem nächsten Drittel von unserer Gemüsebrühe nochmal auf. Und wieder genau so weit, dass der Reis so gerade eben unter Wasser steht oder unter dem Fond. Und das Ganze lassen wir jetzt wiederum 10 Minuten köcheln, bis es wieder trocken ist. So, und auch die nächste große Menge an Gemüsebrühe ist komplett aufgenommen. Und ich finde es ja nach wie vor schön, dass man hier sich auf diese Pfannen verlassen kann. Selbst wenn es trocken ist, da brennt halt nichts an. Nochmal glatt rühren und da geben wir jetzt die letzte große Rutsche von unserer Brühe drauf und lassen die auch nochmal komplett einkochen von unserem Reis, dass der Reis die Gemüsebrühe aufnimmt und dann sollte das Ganze auch schon fast fertig sein. Geben wir dem Ganzen nochmal gefühlte 5 bis 6 Minuten und dann schauen wir nochmal hinein. So, 25 Minuten sind rum. Der Risotto-Reis hat die Brühe komplett aufgenommen und dazu noch ein schneller Tipp. Wenn ihr rechnet, ein Teil Risotto-Reis, braucht ihr immer 3 Teile Fond, Schrägstrich, Brühe, irgendwas zum Auffüllen und dann seid ihr immer auf der richtigen Spur. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht appetitlich aus? Und hier unten am Pfannenboden, da klebt halt nichts. Und unser Risotto, wie man so schön sagt, ist so richtig schön schlonsig. Da geben wir jetzt die Butter hinein. Die rühren wir jetzt einfach nochmal unter. Und an dieser Stelle würde ich als Gastgeber jetzt meine Gäste schon mal zu Tisch rufen. Denn jetzt nur noch veredeln mit unserem wunderbaren geriebenen Parmesan und sofort zum Tisch. Nur noch unterheben. Oh, schaut euch diesen Glanz an und die Farben. Also ich denke, das ist doch mal ein Risotto. Da kann man wirklich von träumen. Ausgesprochen lecker. Und wisst ihr, was ich wirklich toll finde? Kürbis gibt es meiner Meinung nach über diese Wintermonate eigentlich viel zu viel und immer wieder. Und das ist meine neue beste Lieblingsvariante. Kürbisrisotto mal eben schnell gekocht. Wem das gefällt, Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, schaut bei Instagram vorbei und Carmen ruft euch wie immer zu. Wir haben euch lieb. Siehste, klappt immer noch. Tschüss, ihr Lieben.